Wisst ihr eigentlich, wie mühsam es ist, sich jedes Mal was Neues fürs Intro einfallen zu lassen? Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Es scheint schier unendlich viele Fakten in dieser Filmwelt zu geben und deswegen serviere ich euch heute nochmal verzügliche 10. Wir starten diesmal mit wieder einer ziemlich gestörten Kacke aus Anchorman und ihr wisst ja, die Leute, die den Film gemacht haben, die sind sehr, sehr lustig drauf und deswegen gibt es unter anderem auch das mexikanische Restaurant, das Veronica besucht und das heißt, kurz einen Moment, Spanisch, Escupimus in su alimento. Es klingt erstmal so nach, oh ja, so wie La Strada jedes italienische Restaurant heißt, heißt auch so jedes mexikanische. Heißt aber übersetzt, wir spucken in euer Essen rein. Und das ist halt wieder sehr, sehr witzig, weil der normale Zuschauer, der kein Spanisch spricht, versteht das natürlich gar nicht. Und die Filmemacher, die freuen sich wieder und lachen sich ins Fäustchen. Ein netter Hinter-die-Kulissen-Fact aus Blue Lagoon, den werden einige von euch vielleicht gar nicht mehr kennen. Spielt aber gar keine Rolle. Es ist nämlich witzig, dass Brooke Shields, die Hauptdarstellerin, immer in so einem Graben neben dem anderen Hauptdarsteller Chris Atkins nebenlaufen musste, damit sie ungefähr gleich groß waren. Das heißt, wenn die irgendwie so eine Szene am Strand hatten, musste vorher erstmal so eine komplette Karawane Bagger antanzen, die erstmal alles ausheben, vom Strand irgendwo den Sand hinwerfen, damit sie gleich groß sind. Und das ist irgendwie schon total absurd. Ich glaube auch, dieses Schicksal ist auch Tom Cruise immer wieder ereilt oder man stellte ihn immer irgendwo drauf. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man bei Blue Lagoon einfach das, was man ausgehöhlt hat, oben drauf und schon hatte man irgendwie wieder so einen Unterschied. Finde ich sau witzig, denn es sieht halt echt komisch aus, wenn Männer in Filmen einfach viel kleiner sind als die Frauen. In der Realität ist das egal, sind wir aber ehrlich, im Film sieht es wirklich komisch aus. Schöne Geschichte auch aus Independence Day. Da gibt es ja dieses Zitat von Will Smith, als er diesem Alien nachjagt in der Wüste, die übrigens komplett gedreht worden sind auf diesen Salzebenen im Salt Lake bei Utah. Und da brüllt er ja einfach irgendwann so, boah, ey, was stinken hier so kacke. Und das Verrückte ist, das war nicht geskriptet, sondern es hat da wirklich gestunken und er wollte die Szene eigentlich da so abbrechen und brüllte das, was nämlich einfach daran lag, dass irgendwo verrottete Schrimps und anderes Gedöns lag. Es hat also da wirklich bis zum Himmel gestunken. Will Smith wollte das irgendwie sagen und Roland Emmerich dachte sich dann nachher final, komm, das lassen wir drin. Manchmal ist ja so ein Filmtitel auch schon als Mogelpackung angelegt, so nämlich bei Battle Los Angeles. Denn der Film spielt fast gar nicht in Los Angeles. Das war nämlich zu teuer, da die Rechte zum Drehen zu bekommen. Und deswegen hat man das Ganze dann in Louisiana gedreht. Ich meine, wir sind uns auch alle einig, dass wenn irgendwer in Paris ins Kino gehen will und da steht Battle Louisiana, dass das keine Sau interessiert und dass Los Angeles einfach immer geiler und catchier und more American klingt. Aber tatsächlich spielt der Film einfach gar nicht da. Und wer eben noch nicht in L.A. war, dem wird es in den meisten Fällen noch nicht auffallen. Mir zum Beispiel nicht, ist aber Fakt, es war alles in Louisiana. Wusstet ihr eigentlich, dass Ben Affleck ursprünglich Man of Steel drehen sollte, also als Regisseur? Er hat aber abgelehnt, weil er noch nicht so viel Erfahrungen mit visuellen Effekten hatte und er allgemein der Meinung war, hey, es kommt nicht aufs Budget an, jetzt irgendwie auf Effekthascherei, sondern auf eine gute Story. Klammer auf, ich tippe mal, dass er sich dann dachte, die Story ist nämlich kacke. Klammer zu, was ich unterschreiben könnte. Und zum Glück hat er den dann sogar abgelehnt, weil er auf eine Story Wert gelegt hat und hat deswegen dann Argo gedreht, der ja einfach ein gigantomanisches Meisterwerk sondergleichen war. Und da sieht man eben, dass manchmal die Entscheidung, nicht nach dem Geld zu gehen, die richtige ist. Wir sprechen ja immer wieder über die Verrohung der Sprache und dass immer mehr Schimpfwörter irgendwie Einzug erhalten. Und wenn wir dann mal in die 30er Jahre zurückgucken, für was die Macher von Vom Winde verweht schon Strafe zahlen mussten, ganze 5.000 Dollar, das war zur damaligen Zeit echt richtig viel Asche, mussten sie für das Wort Damn zahlen. Also stellt euch mal vor, irgendeiner in Deutschland hätte einen Film gemacht, da sagt einer, verdammt, verflixt und zugenäht. Oh, das dürfen sie nicht sagen, das ist mir ein bisschen zu wild, da zahlen sie jetzt erstmal 5.000 Dollar. In den 30ern war das tatsächlich gang und gäbe und heutzutage zählt man ja nur noch die Fucks in einem Film, wie oft hat da jemand Fuck gesagt, um dann die Altersfreigabe danach auszurichten. Bei Vom Winde verweht, den alten Romantiker, war das Wort verdammt schon ein bisschen zu viel. Wir wissen ja alle, dass ganz viele Darsteller aus Hollywood ihre eigenen Doubles haben, gerade Stunt-Doubles, um spektakuläre Szenen zu drehen. So aber nicht Cameron
Cameron Diaz und Tom Cruise, also die haben zwei Doubles, aber in der Actionkomödie Night and Day haben sie fast alle Stunts selbst gedreht, sind nämlich nicht nur begeisterte, sondern auch begnadete Fahrer, also die bekommen auch so ein 180 hin und eben alle möglichen anderen Szenen und die haben die Szenen wirklich selbst gedreht. Wenn ihr euch den Film also nochmal anschaut, könnt ihr wirklich sicher gehen, das sind die Brüste von Cameron Diaz, die gerade im Wind wehen. Tun sie zum Glück nicht, völliger Blödsinn, aber egal was es ist wirklich Cameron Diaz. Schöner Fakt noch auf The Avengers mit Jeremy Renner, und der spielt da ja auch Hawkeye. Und es ist schon abgefahren, dass man wirklich alles so realistisch wie möglich zeigen möchte. Der hat ja nicht viele Szenen, in denen er den Bogen auch benutzt, aber für diese Szenen wurde er von Olympioniken trainiert, die eben im Bogenschützen richtig erfolgreich sind, damit es so echt wie möglich aussieht. Man nimmt also nicht einfach nur einen Pfeil und macht psch, psch, sondern er hat wahrscheinlich wochenlang trainiert, damit er so aussieht wie ein Special Force Schütze, wie dem auch sei. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Jeremy Renner hat sich also gut vorbereitet. Manchmal kommen die genialsten Ideen gar nicht von den Filmemacher selber. Und so zum Beispiel bei Austin Powers, da gibt es ja diesen legendären Dance-Move, den Mike Myers als Austin Powers da auch immer hinlegt. Und der kommt aber ursprünglich von seiner Frau. Und ich möchte nicht wissen, in welchem Zusammenhang sie den regelmäßig vorgeführt hat, aber das kam total gut am Set an, weil Mike Myers das auch einfach mal so zwischendurch so ein bisschen gemacht hat, dass der einfach etabliert wurde. Die Fans liebten diesen Tanz und deswegen ist er dann auch überall vorgekommen. Ist schon verrückt, man weiß manchmal gar nicht, was man zu Hause so macht und wo das dann am Ende landet. Klingt total falsch, aber in diesem Zusammenhang richtig. Manchmal passiert eben auch bei Meisterwerken noch was richtig Unglückliches. So bei Scarface, interessanter Fact, da gibt es ja diese Wahnsinns-Shootout-Szene und Scarface as known as Al Pacino ballert einfach alles nieder, was ihm in die Quere kommt, zwischendurch auch einfach nur in die Luft. Als er dann bei den Dreharbeiten aber die Knarre etwas zu weit vorne anfasste, verbrannte er sich die komplette Hand und musste einige Wochen aussetzen, was eben daran liegt, dass die ja auch Platzpatronen verschießen. Natürlich passiert da nichts, ich kann euch also jetzt nicht erschießen, aber durch das Abschießen von ganz, ganz vielen davon wird die Waffe natürlich heiß. Und das ist schon abgefahren, dass wirklich mehrere Wochen die Dreharbeiten aussetzen mussten, denn so ein Al Pacino kann natürlich nicht mit einer verbrannten Hand drehen. Sowas passiert also eben auch bei Meisterwerken und das weiß man natürlich dann gar nicht, aber ein Meisterwerk ist es am Ende dann dennoch geworden. Gute Besserung müssen wir Al Pacino nicht wünschen, das ist mittlerweile alles verheilt. Was wir uns aber wünschen können, ist noch mehr Views auf Filmfakten. Ich verlinke euch hier unten mal die letzte Folge und das ist in so einer verrückten Playlist verlinkt. Ihr könnt also alle Folgen schauen. Finde ich doch wirklich den Oberwahnsinn, den absoluten Oberhammer. Wer sich jetzt aber sagt, boah, Dominik, du hast doch auch immer so Filmkritiken. Interstellar kommt nächste Woche in die Kinos. Vielleicht habt ihr ja Bock, meine Meinung dazu zu hören. In einer wirklich ausgesprochenen, artikulatorisch höchst feinen Review. Bin ich ein bisschen selber stolz drauf. Unten rechts gibt's die und wir sehen uns vielleicht bei Interstellar, vielleicht in der Filmfakten-Playlist oder irgendwann wieder bei einer neuen Filmkritik hier bei Die Filmfabrik mit mir, dem Dominik.